Willkommen zurück zum Rätselspaß mit den Chaoten. Ich glaube, wir mussten hier hoch. Wir wollten weiter. Hier geht's nicht weiter. Na gut. Dann auch noch Runden. Ihr solltet... Da oben. Ich war doch richtig. Na gut, wir haben jetzt mal die Prüfung hier noch geschafft. Wir haben uns eine Prüfung mehr oder weniger... Ja gut, er schon mehr trifft's ja nun nicht. Was ist da denn? Großer Pilz. Cool. Auch noch mehr. Nett. Müssen wir hier unten lang? Weiß das nicht. Schauen wir erstmal hier hinter und dann sehen wir es bestimmt. Ja, viele Prüfungen sind es nicht mehr. Dann geht's schon direkt weiter. Aber dafür sollte jetzt alles umso knackiger werden. Glaube ich, so langsam wird es anziehen, der Schwierigkeitsgrad. Also wir müssen irgendwie das rote Ding... Da war noch eine Münze. Nett. Hier ist nur ein blauer Schalter. Der ist aber zum Draufspringen. Ein rotes Rohr. Keine Ahnung. Das ist ein roter Schalter. Ja. Ich glaube, können wir damit durch Rohr? Scheint mir fast unwahrscheinlich. Aber schlimmeres Bild, ja. Tada! Und wir kriegen mehr Erfahrungspunkte. Beziehungsweise Powerkugeln. Nehmen wir. Nehme ich sofort. Auch für Marie auch kleinere Rätsel. Und auch größere. So. Also ich glaube, da hinten haben wir dann alles. Könnte man ja hier weitergehen. Aber ich glaube, dafür müssen wir dieses Rätsel nochmal lösen. Oh. Das war der rote Schalter. Ah, ne, hier. Ach, wir müssen gar nichts lösen. Das würde ich das Rohr übersehen. Ja, gut. Dann. Da drüben sollte die nächste Prüfung sein. Muss ja die Nummer 6 sein. Yep. Dann zeig mal, lieber Webbett. Ein Zug. Besiege alle Gegner. Oh, das sind aber viele. Also ich würde sagen, dafür ist Luigi der Falsche. Wir brauchen Leute, die viel, viel Schaden machen. Da ist World Mario definitiv der Richtige und dann würde ich, glaube ich, Luigi mitnehmen. Rabbit Luigi. Denn die Heiler, ich weiß nicht, wie gut die sind. Waffen ausbauen. Noch einen besseren Hammer bekommen. Den ist natürlich auch cool. Stein- oder Vampirschaden. Ich finde Vampirschaden einfach gut. So sehr ich den Steineffekt auch mag. Vampirschaden ist dann doch meine Wahl. Du hast schon bessere Waffen bekommen. Aber du kannst sicherlich noch eine bessere Bombe. Ne, hast auch schon eine bessere Bombe. Luigi, da fehlt's. Tinte? Oder Sprung? Ja, eine Tinte. Aber du hast auch noch keine bessere Waffe bekommen. Ein schöner Sprung. Den Waffen, den wir jetzt da kriegen. Vielleicht noch nicht weiß, wen wir als nächstes spielen. Also Luigi und Peach fehlen dann, glaube ich, noch. Die bessere Waffen gebrauchen können. Apropos. Vielleicht sollte man auch mal bei den Erfahrungspunkten mit reinschauen.
Hätte mir gesagt, wollten wir auf Stampfen gehen. Radius? Das ist der Stampfschaden? Raserei-Schaden. Raserei war gar nicht so gut bei ihm. Bewegungsfreiheit geht auch immer gut. Verloren Ausgangsradius. Das klingt auch nicht verkehrt. Waffpaket ist nicht ganz meins. Also ich finde es gut, keine Frage. Aber ich bin eher der Fan vom Heldenblick. Ich glaube, ich nehme mal den Röhren Ausgangsradius. Dann Rabbit Peach. Hat man gesagt, wollten wir uns auf die Raserei konzentrieren. Machen im Moment 30 Schaden. Es werden nochmal weitere 30 Schadenspunkte potenziell für 60 Kugeln. Wie oft nutzen wir so viele Dashers schon? Ist hier mehr Schaden, glaube ich, besser. Das Schild ist zwar auch cool. Körperparade. Bewegungsbasierte Angriffe. Waffenschaden. In den Radius, das klingt auch nicht verkehrt. Und mehr heilen. Mehr aushalten ist natürlich auch nicht schlecht. Dass wir hier vielleicht noch ein bisschen Leben geben. Ach komm, warum nicht? Ja, das sowas auch. Mario könnte auch noch ein bisschen brauchen. Es hätte 40 Kugeln gekostet, okay. Das ist natürlich eine ganz schöne Ansage. 50 auf 70, das sind 20% mehr. Wir machen im Moment 80. Das wäre dann eine Heilung von 16 mehr. Jetzt sind es 40. So wären es 56. Und andererseits, wenn ich hier den Schaden erhöhe, sind es schon 55. Dann nehme ich lieber den Schaden mit. Also 70 Punkte möchtest du dafür. Gib mir noch eine Alternative. Was ist denn das hier? Schwächt gegnerische Waffen in der Nähe von Rebel Luigi. Finde ich gar nicht so gut. Warum hast du eigentlich noch keine goldene Treffer? Sagen. Weil wir den Rasereischaden eigentlich so cool fanden, dass wir uns darauf konzentrieren wollten. Aber mittlerweile kostet das jede Menge. Ach, wir gönnen es uns trotzdem. 110 Rasereischaden, das ist eine Ansage, finde ich. Wir können es auf 160 erhöhen. Aber so viele Punkte haben wir gar nicht. Luigi hat aber sehr, sehr viele Punkte. Raserei. Oh. Riesenblick. 100, das ist nicht verkehrt. Dreimal könnte er dann schießen. Das ist einfach so gut. Ich habe jetzt auch nochmal überlegt, dass man vielleicht im Prinzip das, was die anderen nicht so gut können, hier bei ihm nochmal ein bisschen besser nutzen. Aber das ist hauptsächlich seine Geschwindigkeit und seine Reichweite. Und allein da ist der Eisenblick Gold wert, möchte ich behaupten. Probieren wir gleich mal. Oh, Rabbit Mario. Ich kann uns nicht leisten. 70 kann man uns nicht leisten. 70. Dann weiter zu Peach. Rasereischaden auf 60 erhöhen. Sie kann scheinbar gut dashen. Auch nur einmal. Oh, Heilsprung. Wenn sie springt, kann sie Leute heilen. Das ist natürlich cool. Und ich sollten wir da noch ein bisschen was tun.
Prinzessinnenblick macht noch mal was. Baden. Das wird sowas werden wie der Heldenblick, nehme ich an. Wäre natürlich cool. Noch mehr Kraftpunkte, jetzt so schon 400. Am Ende alles haben können. Das ist sehr teuer, sehe ich gerade. Reichweite des Teamsprungs. Das wäre insofern gar nicht schlecht, dass wir uns hier damit heilen können, aber ich glaube, dafür braucht man die Reichweite nicht so unbedingt. Da müsste sie eher weiterlaufen. Ach, das dauert zu lange. Wir tun uns den Kampf an. Schauen wir, dass wir genug Schaden machen. Oh. Du bist schon hier. Er kommt nicht bis daran. Das ist nicht schön. Müsste einer hier rüber und auf ihn schießen, dass er hier rankommt. Wie viel Schaden machst du? 75. Das heißt, du müsstest auf alle Fälle 150 abgezogen bekommen. So viel zieht doch keiner von uns ab. Oh. Ja. Nein. Also der wird schon mal vom Kettenhund rausgenommen. Dieser Kettenhund wird vermutlich auf den hier gehen. Das sind auch noch mal 75 Schaden. Es muss zwangsweise einer hier rüber, glaube ich, damit wir auf ihn schießen können. Dann läuft er in die Richtung und dann wird er vom Kettenhund getroffen. Wir kriegen keine 150 Schadenspunkte hin. Aber vielleicht. Okay. Oh. Genau. Um ihn einmal dashen. Das sind 110 Schaden. Dann reicht auch ein weiterer. Wie machen wir denn den nächsten fertig? Genau, ne? So, also hier hin. 110. So schön. Freut mich. Was? Jetzt kann er den gar nicht treffen. Jetzt. Lauf dahin. Ah nee, warte mal. Jetzt habe ich, glaube ich, Mist gebaut. Weil Mario nicht. Doch, Mario kommt hier durch. Aber ich... Ach so, ich muss das dashen und dann kann ich... Und Rabbit Mario kommt schon bis hierher, nämlich. So, der wird dann auf alle Fälle durch den Kettenhund rausgenommen. Hier machen wir uns selber Schaden, aber ich glaube, das ist gar nicht so schlimm. Wir müssen den hier hinten noch irgendwie kriegen und ich weiß noch nicht wie. Das ist erstmal ganz gut, auch wenn wir uns selber ein Stück Schaden machen. Und einen Hammer drauf. Ich würde sagen, ja. Aber bevor wir das machen... Mario, auf den da hinten schießen. Kommt er auch noch mal ein Stück näher? Dann aktivieren wir davor noch die Heldensicht. Wenn er sich bewegt, sollte Mario vielleicht drauf schießen. Das ist dann... Nicht auf... Warum? Warum schießt du auf den Falschen? Ärgerlich. Vielleicht reicht die Helden sich jetzt immer noch aus, aber jetzt hat er das Ganze wieder rückgängig gemacht gehabt. Ich habe eben den anderen anvisiert und das hat scheinbar nicht gereicht. Er musste das unbedingt nochmal erfahren, die Anweisung. So, einer fehlt noch, aber der hat noch voll das Leben.
verloren. Cool. Ach, wie ärgerlich. Und dabei sollte die einfach sein, stand da. Aber zugegebenermaßen ein Missklick, nenne ich es mal, ist dabei gewesen, weil er sich überlegt hat, nö, ich würde lieber auf den anderen schießen, der da vollkommen irrelevant war in dem Moment. Kämpfen. Ah. Das war ja vorhin gar nicht so von. Achso, nee, jetzt habe ich den Dash vergessen. Warte mal. Starten bitte. Ich weiß nicht, wie knapp das wird. Vermutlich gar nicht so knapp, aber ich nehme alles mit. Nicht, dass es wieder so ein Malheur passiert. Wenn wir schon mal noch ganz am Anfang sind. Oh. Hart, liebes Spiel. Gerne ich mir das auch anschaue. Beim ersten Mal war es immer interessant. Danach hört es langsam auf bei mir. Ja. Oh doch, das war definitiv relevant. Das sind 110. Das, ja. Ja. Musste sich einer ducken? Super Barriere, damit du nicht mehr ausgewählt werden kannst. Dann springt er nur noch zwischen zwei hin und her. Auch das mal. Ah ne, müssen mit ihm spielen. Übersprung hinlegen. Hier hin. Komm, ein Level Mario hier rüber. Noch einen Dash. Hat man gesagt, wollte man ihn hauen. Mit dem großen Hammer. Oder wir schießen auf ihn. Dann kriegen wir zwar einmal Schaden, aber danach erledigt der Kettenhund den Rest. Oder wir hoffen auf einen Crit, dann kriegen wir auf den Schaden. Tschüss. So reicht das noch nicht. Aber, eine Idee. Erstmal melden sich bitte. Und dann schießen wir auf ihn. Nein, Honig! Jetzt kann er sich nicht mehr bewegen. Ich schau mal, wenn dass ich den Zug beende. Vielleicht macht der Kettenhund den Honig auch weg. Ich glaube nicht. Wenn, dann haben wir jetzt verloren, weil der Spezialeffekt getriggert ist. So gut das auch war mit dem, oder so gut das auch meistens ist mit dem Honig, in dem Fall hat es uns die komplette Prüfung versaubeutet. Da kann sie nicht bewegen. Damit haben wir verloren. Ach, der Honig. Na komm. Wir wissen ja jetzt, wie es geht. Auf geht's. Eine Prüfung haben wir übersprungen, die machen wir jetzt zum dritten Mal. Einmal wegen Missklick. Und einmal wegen Pech, dass die Chance der Waffe ausgelöst hat. Ja, immer noch. Feststellen. Dann springen wir hier rüber. Okay. So, bist du schon mal durch? Ein Dash, ein Sprung. Auch jetzt. Wir üben das gleich mal.
Oder wir holen erst Mario hier rüber, weil ich nicht genau weiß, was mit der Heldensicht passiert. Sollten wir Schaden nehmen? Vermutlich nichts. Aber ich bin mir auch nicht so sicher. Cool. Stand ganz am Anfang 100% Chance für irgendwas. Vielleicht hat deshalb der Honig ausgelöst. Muss ich nochmal aufpassen, habe ich jetzt gar nicht so aufgepasst, aber 40% steht da. So, sehr schön. Lauf zu uns. Aber ich glaube, das reicht jetzt schon mit dem Kettenhund. Noch den. Ja, das reicht. Ich will noch den Magnetreiz ausprobieren. Ja. Er ist weg. Kettenhunde. Nummer 3. Ist weg. Dann kommt hier noch Nummer 4. Oder wir kriegen erstmal noch Schaden. Weil das Spiel ist etwas in die Länge zieht, aber das passt schon. Ja, da ist der letzte weg. Wir haben es. Sehr cool. Schön, 2 von 6. Es gibt, glaube ich, immer 10 Prüfungen. Immer schon gut durch, würde ich sagen. Hälfte haben wir. Ja, waren wir doch schon. Yep. Na gut. Dann gibt es im Prinzip nur noch den Weg zum, wo mal der Boss war. Geht's dann noch weiter? Weil das ist nicht mehr so viel Weg, glaube ich. Dementsprechend sollten auch weniger Prüfungen vorhanden sein. Socke im Wind. Haben wir auch schon, dann gehen wir jetzt rechts. So, bei der Abzweigung. Gute Art, Unterhosen zu reinigen oder zu lüften. Einige weniger. Waschmaschine eindeutig besser, möchte ich behaupten. So. Tatsächlich. Prüfung 7. Dann zeigt mal her. Siege 4 Gegner. Warte mal, da steht nur 4. Wenn es mehrere gibt. Das sind genau 4. Das sind aber auch nur die Krobione. Und das war's schon. Und ich sehe da ein paar Leute mit Hämmerchen. Kacke. Hier können wir schon mal 110 Schaden machen. Nur eine Runde Zeit. Ja gut, dann mit dem Heldenblick locker, denke ich. Ja, wird schon. Hier brauche ich mich, glaube ich, keine Blöße geben. Der Dash-Schaden ist so extrem gut. Halt die Münzen ein, liebe Leute. Und der nächste. Heldensicht.
treffen ja zweimal, das sollte dann locker reichen. Dashen wir einmal hier. Mario könnte sich hier hinstellen, dann kann ich noch springen und den treffen. Mario leider ein bisschen schaden. Und auch das reicht. Bin ich der Meinung. Ah, das Magnetanz reicht nicht. Na gut. Dann Mario, Hinsicht. Eins. Achso, das reicht schon. Ja, dann. Was das? Es liegt aber auch daran, dass wir jetzt sehr gute Waffen haben, möchte ich behaupten. Nicht unbedingt nur daran, dass wir uns hier so großartig schlagen. Wobei wir uns auch nicht schlecht schlagen, aber die Waffenstärke, da merkt man doch schon definitiv einen Unterschied. Und zwar einen bedeutenden. So, nachdem das auch wieder so... Achso, hier geht's weiter. Hinten geht's weiter. Nachdem das auch wieder recht schnell war, sagen... Nehmen wir uns noch das nächste. Hier muss ich was draufstellen. Hinten wäre was zum draufstellen. Dein. Was dahin? Nicht das Boss-Level? Ich glaube, hier war nur ein weiteres Level, auch wieder mit so Blumentopfwesen. Was ist denn die nächste Prüfung? Aha! Da was gefunden. Ja, mach ich. So. Ich glaube, die nächste Prüfung können wir uns dann auch fast schenken. Wird vielleicht etwas knapp zeitlich. Aber das Rätsel nehmen wir auf alle Fälle. Und die Kisten natürlich. Mehr Powerkugeln, perfekt. Nur 5? Schade. Und Musikstück. Um Rätsel. Geht's nicht. Immerhin. Waren wir hier nicht schon mal? Ja. Oh, da hat sich was aufgelöst. Ich glaube, wir sind jetzt von der falschen Seite rangegangen. Das hier ist eine Abkürzung. Verschwindet er auch. Also der ist schon dafür gedacht, dass man den hier hinten irgendwo benutzt. Noch die Frage, wo. Münzen mit. Rüber. Hier drauf. Sehr gut. Und? Jo Glyphisch, du hast ein neues Kunstwerk gefunden. Ja. Finde ich gut. Ich hoffe noch, dass wir irgendwann dann die 100% haben. Ich finde, wir haben das bisher verdient. Wir haben alle Rätsel gemeistert. Mal mehr, da wäre mir ja gut. Aber wir haben unser Hirn ein wenig angestrengt. So. Müsste es doch noch irgendwo eine Prüfung geben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier so viel leer ist. Tue ich jetzt so aber auch nichts dahin. Haben wir schon alles, nehme ich an. Gut. Zumindest gibt es Münzen. Die nehmen wir auch gern. Da ist noch eine Truhe, die man noch
Wir können ja mittlerweile Sachen auf Bipups Kopf tragen. Hier haben wir schon eine Statue. Und dann haben wir die... Irgendwie, wir hätten gern das Rot. Das Gelbe runter. Blaue runter. Ach, hier vielleicht drauf. Ah. Tada. Mehr Powerkugeln, sehr gut. Ich nehme mal wieder mit. Obwohl, wir schieben dich da erstmal drauf. Ich weiß nicht, ob ich dich. Ups, ob wir dich runterschieben kann. Und dann stellen wir uns da drüben hin. Ja. Kannst du dann mal ausprobieren? Kann man runterschieben. Ah. Oben. So, jetzt kommen wir an. Ich komme aber auch nicht mehr runter. War also vermutlich eine dumme Idee. Will ich nicht nach unten kommen. Habe ich es jetzt schon versaut? Den Block da unten offen haben. Geben den dahin und suchen mal weiter. Jetzt noch eine Statue. Würde ich, ja, sowas würde ich erwarten. Wie sollte es anders sein? Aber schönes Rätsel. Wieder gemein mit dieser Ecke da. Hier warten wir schon mal beim letzten Mal dieses Rätsel mit der Ecke da, wo man einfach im Prinzip, wo man es nicht sehen konnte. Noch ein Musikstück. Schön. Man musste dann mehr oder weniger raten, dass da was ist. Oder wissen. Erraten. Ja. Und da sehe ich noch was. Geht's hier hin? Beach, neues 3D-Modell. Cool. Auf. Wo auch immer uns das hinführt. Welt 2-1. Was? Welt 2-1. Hatten wir 2-1 noch gar nicht? Klingt unwahrscheinlich. Okay, neues Level, aber das gibt es dann in der nächsten Folge. Ich weiß nicht ganz, wie was passieren konnte, dass wir das nicht hatten. Aber das kann man ja erst danach machen. Aber wenn das Welt 2-1 ist, 2-1 hat man doch schon, dachte ich. Keine Ahnung. Sehen wir in der nächsten Folge. Bis dann.